Ja, willkommen Leute. Schön, dass ihr wieder auf meinem YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Mein Name ist Kalle. Und heute werde ich gerne mal zum Crossplatz fahren. Zu meiner alten Heimat sozusagen. Also Heimat, naja. Ist ja nicht so, dass ich da andauernd war. Aber war ja überwiegend ein Geländefahrer. Kaum zu glauben, dass es mich jetzt gar nicht mehr so... Naja, doch, zeckt mich immer noch an. Würde sogar, wenn das Geld da wäre, so als Zweitmoped, so einen kleinen Hopser, jetzt wo die Kondition wieder kommt, könnte man ja darüber nachdenken. Also ich denke jetzt nicht darüber nach, aber ich meine nur mal, bringt ja eine Menge Kondition damit zu fahren. Ja, ich war da früher immer vollkommen erledigt danach. Bin dann aber auch nur abends so noch weggegangen. Ja, also jetzt befinde ich mich gleich in Güterfelde. Ich bin ja hier schon mal mit der... Ja, ich habe hier schon mal einen Film mit der... Aber ist ja egal, ich erzähle das nochmal für die Leute, die jetzt bei Harley dabei sind. Hier Güterfelde. Da kommt ja jetzt, weiß gar nicht die Straße, wie die damals war. Was ich weiß, ist, dass dieser Platz, wo wir gleich vorbeikommen, noch nicht so aussah. Da war alles noch Kopfsteinpflaster und ich kann mich entsinnen. Kopfsteinpflaster ist immer noch, aber ich kann mich schon sehen, dann bin ich hier am Haus noch vorbeigefahren, auf einer Schotterpiste, die ersten Male. Da war alles noch sandig hier und naja, so schön ordentlich war die Strecke damals nicht. Und nach dem Fahren sind wir dann oft, also wenn dann welche dabei waren, hier noch an Güterfelder See gefahren, der jetzt gleich kommt. Naja, heute ist es echt warm. Ich muss sagen, die dicken Hosen, hätte man in Jeans fahren sollen. Ne? Da gehen sie auch noch welche Bahnen, na klar. Mal so ein bisschen Überland. Ne? Ich fahre ja so selten Überland. Also so weit Überland ist es ja auch nicht, aber so ein bisschen wenigstens. Das ist alles neu gemacht hier, die Straße. Der Kreisverkehr war nicht... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass hier rechts die Straße lang ging. Und hat sich dann so gegabelt hier irgendwie. Hier links ist auch ein Gelände drin. Hier auf der linken Seite. Das war das große Gelände, wo man also eine große Runde fahren konnte. Ich glaube, die war mal so 5 Kilometer lang. Die immer nur so ging. Ja, also die ganze Zeit war, da war ganz wenig gerade Fläche. Es ging immer nur so, so, so. Dann teilweise tiefer Sand. Und das war also wirklich anstrengend. Ja, da 2 Runden habe ich da durchgehalten mal. Oder mal 2,5 oder 3, ich weiß nicht. Also es war tierisch anstrengend. Da sieht man, nee, seht ihr nicht, aber ich sehe jetzt hier. Da ist der Berg gewesen. Da haben sie in den letzten Tagen dann unten noch einen Draht hingespannt. Für die Leute, damit die da eben nicht mehr langfahren, irgendwelche Chaoten haben da einen Draht gespannt. Ich selber habe es auch mal miterlebt, da war da ein Draht, da hat man natürlich von oben gesehen. So, hier rechts war das kleine Gelände. Kann ich gar nicht mehr sehen, da sind wir hier, glaube ich, am Baumsturm reingefahren. Also es ist alles so zugewachsen. Da war auf der linken Seite so ein kleiner Platz und rechts sind wir rein. Da war ein Haus noch. Und da habe ich mich oft zum Warm gemacht und bin dann links rüber auf die andere Strecke gefahren. Jetzt wird es mir wahrscheinlich auf der rechten reichen. Die ist recht eben, ein bisschen kleine Buckel da drin. Ganz hinten im Wald ist auch noch mal mehr, da ist auch eine Tiefsandstrecke gewesen. Also
Da konnte man auch Tiefsand fahren. Ja, ich habe mich ja ausgetobt im Gelände früher, oft lange und oft und viel. Und so, jetzt müssen wir gleich zur, ich weiß gar nicht, heute ist ja ein Feiertag, ob die überhaupt fahren dürfen heute. Und ob die Straße nicht so kaputt ist, dass ich da gar nicht reinkomme. Oder, ach, sag, ach du Scheiße, haben sie die etwa gemacht? Nein. Ach nee, haben sie nicht gemacht. Das hätte mich aber jetzt schwer gewundert, wenn sie die durchgängig geteert hätten. Ja, aber sie sieht schon besser aus. Also, ja, sie sieht, ist schon glatter, viel glatter. Im Gegensatz zu den ersten Malen, wo ich hier lang gefahren bin, da waren das nur die fetten, tiefen Schlaglöcher. Da hättest du hier mit der gar nicht langfahren können. Aber heute ist das ja fast plan im Vergleich zu sonst. Ja? Ein paar kleine Löcher sind immer noch da, aber Wahnsinn, wie sie die Strecke hier doch mal gemacht haben. Da hat man sich hier schon warm gemacht für den Crossplatz. So eine Buckelpiste war das hier. Ich bin ja gespannt, ob heute jemand fahren darf. Ja, das hat, als ich das letzte Mal da war, hat das 15 Euro für den ganzen Tag gekostet. Oh, hier wird es jetzt schlechter. Da fahren die Autos auch schon kreuz und quer. Natürlich blöd, wenn ich hier gleich wieder zurück muss, ohne dass ich irgendwas gesehen habe. Sieht aber, oh, hier sind die fetten Bodenwellen. Oh, da ist ein Ordner. Ist heute etwa fahren? Ja, geil. Guck mal, heute ist ja geil. Heute ist ja Quatsch. Oh, geil. Und, ach, muss ich jetzt auch Eintritt zahlen hier oder was? Ja? Ach. Nein. Ach, heute ist Motocross-Meisterschaft. Wir kommen ja wieder aus Moosdorf, wa? Ach, ich komme aus Moosdorf. Heute ist Meisterschaft, ja? Ja. Ach so, dann fahr ich hier rauf bei euch, wa? Kannst du mal sagen? Ist laut. Ich fahr da rauf da, oder? Oder kann ich da vor der Tür parken? Also die Meisterschaft fährst du da aufs Gelände, wenn du ein Teilnehmer hiervon bist? Nee, bin ich nicht. Na, mit dem Ding kann ich da wohl schlecht fahren, wa? Ja, dem kannst du schlecht fahren. Hier ist Parkplatz, Parkgebühr. Aber kann ich da auch parken, ja, wa? Da kann ich da am Straßenrand mich hinstellen, da an den, zwischen ja, den Bäumen, ne? Wenn du zuschauen willst, würden wir dich drum bitten zu parken, weil an sich ist hier überall Parkverbot. Ach so, na, ich stelle mich da mal hin. Also ich darf das, ja? Ja, du darfst dich da an dich hinstellen. Danke. Ist ja geil. Da guckt ihr das an, genau richtig abgefasst heute. Ah, da schlägt mein Herz ja gleich höher, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ja. Ah, diese Knattern der Mopeds, ja, Wahnsinn. Ich habe natürlich keinen Ständer, weil früher habe ich das Ding einfach an den Baum gelehnt. So, jetzt stelle ich die hier einfach zwischen mal, ganz frech. Oh, das sieht aber nicht gut aus hier. Mm. Naja, egal, wir machen mal aus. Ist das geil, ey. Und sehr schön einstauben. Naja, egal. Das hat sich ja gelohnt. Leider nur von hier aus gerufen 10 Euro auf. 10 Euro, ja? Boah, ist ja extrem, ja? Extrem, extrem, finde ich. Ich habe euch ja die Strecke mal gezeigt, aber ist egal, also 10er zahle ich jetzt. Crossplatz im Checken aus mit den letzten Bildern von der Deutschen Meisterschaft im Motocross. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, bis die Tage. Wir sehen uns wieder auf meinem Kanal. Bye bye, ciao ciao.